bitte. Sind Sie Herr Schlegel? Ja, das bin ich. Ist irgendwas mit meiner Frau? Die ist Krankenschwester und hat heute Nachtschicht. Ihre Frau ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir haben Beschwerden erhalten, dass Sie mitten in der Nacht rauschende Partys feiern. Rauschende was? Sehe ich so aus? Ich komme gerade aus dem Bett. Wer hat sich denn beschwert? Nachbarn von Ihnen. Die Polaschecks, oder? Naja, Sie sehen ja, hier steigt keine Party. Und die Musik? Das wird mein Schwager sein. Der wohnt seit ein paar Tagen hier. Außerdem haben wir gestern noch ein, zwei Bierchen getrunken. Könnten wir kurz mit Ihrem Schwager sprechen? Ja, wenn es sein muss, kommen Sie rein. Keine Party, sagen Sie? Also, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ist das Kokain? Ja, danke. Bis gleich. Die Schmusi ist unterwegs. Danke. Das ist konfisziert. Die Kriminaltechnik wird herausfinden, ob es sich dabei wirklich um Kokain handelt. Das muss meinem Schwager gehören. Hermann Engel. Sie sagten, Sie beide hätten gestern Abend zusammen getrunken? Ja, ein, zwei Bierchen. Kurz vor eins bin ich ins Bett gegangen. Da wollte Hermann eigentlich nur aufräumen. Was ist denn hier los? Das ist ja wohl ein Witz, oder? Nein, ist es nicht. Wir haben eine Beschwerde wegen Ruhestörung. Und außerdem haben wir das hier gefunden. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung dafür. Da fragst du mal lieber deinen Bruder. Ich habe nämlich geschlafen. Mama, Mama, warum seid ihr so laut? Sie haben Kinder hier und veranstalten dann so eine Orgie. Alles gut, Schatz. Ich komme und deck dich zu. Das kann Konsequenzen für Sie haben. Ist Ihnen das klar? Wenn die Analyse ergibt, dass es sich dabei wirklich um Kokain handelt, dann gibt es eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und außerdem müssen wir dann das Jugendamt informieren. Wie viele Kinder wohnen hier eigentlich? 2, 6 und 8 Jahre alt. Mein Bruder, der hat vielleicht nur über die Stränge geschlagen. Aber der ist ja nur zu Besuch. Wo ist Ihr Bruder jetzt? In seinem Zimmer jedenfalls nicht. Wären Sie bereit, eine Haarprobe abzugeben? Na, ich glaube eher nicht. Natürlich gibst du eine Haarprobe ab. Mein Mann, der hat ein absolut reines Gewissen. Es wird sich rausstellen, was reiner ist. Sein Gewissen oder das hier. Möchten Sie Ihren Schwager anzeigen? Ja, also... Natürlich nicht. Und außerdem will ich mit unserer Anwältin sprechen. Mein Schwager zieht Probleme an wie Lichtmotten. Seiner Frau hat es auch schon gereicht. Deswegen hat sie ihn vor die Tür gesetzt. Und deswegen wohnt er jetzt vorübergehend bei Ihnen? Seit 5 Wochen. Angedacht waren 2. Find du mal eine bezahlbare Wohnung, wenn du arbeitssuchend bist. Warum hast du ihn so? Warum ich ihn hasse? Ganz einfach. Schau mal, er lässt sein Zeug hier überall liegen. Hier sieht's aus wie im Schweinestall. Hier im Kühlschrank. Er trinkt die Milch leer bis auf den letzten Schluck und stellt das ganze Zeug wieder hier rein. Also für mich klingt es nicht so, als seien Sie und Ihr Schwager beste Freunde. Und trotzdem haben Sie gestern Abend zusammen ein paar Bierchen getrunken? Das war Hermanns Idee. Er wollte mich weichklopfen, wegen dem Geld von meiner Frau, was sie aus den Rippen leiern will. Geld? Wofür? Er hat so eine Geschäftsidee. Schnapsidee trifft's eher. Nach dem Tod unserer Eltern haben wir jeder 50.000 geerbt. Und er hat vorgeschlagen, das Geld gemeinsam zu investieren. Da kannst du es auch gleich hier durch den Kamin blasen. Also vielleicht bleiben wir besser mal beim Thema. Also wenn sich herausstellen sollte, dass das Kokain, so ist denn welches, war Ihrem Bruder gehört, dann wird das Ermittlungsverfahren gegen Ihren Mann natürlich eingestellt. Und was ist mit dem Jugendamt? Also solange sich die Vorwürfe gegen Ihren Mann nicht bestätigen, werden die nicht aktiv. Mensch, Hermann. Da bist du ja. Du hast vielleicht Nerven. Oh, nicht so laut, Mann. Ich hab so einen Schild. Alle Scheiße. Du gibst also zu, dass du gestern Nacht wild gefeiert und Drogen genommen hast? Moment. Wenn hier einer gefeiert hat, dann wohl du. Ich bin mit meinen Kumpels um die Häuser gezogen. Gleich nachdem du ins Bett gegangen bist. Die ganze Nacht? Gibt es dafür denn Zeugen? Ja, jede Menge, klar. Jetzt gehe ich aber erst mal ins Bett. Übrigens, die Polizei sucht nach Ihnen.
Sie sollten sich also so schnell wie möglich auf der Dienststelle melden. Aye, aye, Captain. Also mir erscheint das alles reichlich undurchsichtig. Mein Mandant Bernd Schlegel als auch sein Schwager Hermann Engel bezichtigen sich gegenseitig. Und sollte sich der Verdacht gegen meinen Mandanten bestätigen, dann droht ihm ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und darauf steht immerhin eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe. Aber der nächste Schritt werden jetzt erstmal intensive polizeiliche Vernehmungen sein. Meine Kollegen haben das Alibi von Herrn Engel überprüft. Und? Hat es sich bestätigt? Naja, also seine Freunde haben ausgesagt, dass sie ihn gegen ca. 20 nach 1 in einer Bar in der Innenstadt getroffen haben. Also kurz nachdem ihr Mandant angeblich ins Bett gegangen ist. Dann hat er nicht annähernd genug Zeit, um ein entsprechendes Chaos in dem Wohnzimmer anzurichten. Und die waren wirklich den ganzen Abend in dieser Bar? In den frühen Morgenstunden waren sie wohl noch in einer Frühstücksbar. Das haben auch die Angestellten und weitere Gäste bestätigt. Kaffee? Nein, danke. Das heißt also, mein Mandant war ab circa 1 Uhr nachts alleine mit seinen Kindern zu Hause. Also wir vermuten ja, dass er gar nicht ins Bett gegangen ist. Wahrscheinlich hat er noch Freunde eingeladen und die haben zusammen die ganze Nacht durchgefeiert. Und weil es so lustig war, haben sie auch noch gleich ein bisschen Kokain konsumiert. Und dass es wirklich Kokain war, das hat die Analyse auch bestätigt. Und um das Ganze noch zu toppen, hat er dann wahrscheinlich noch 1, 2 Prostituierte oder Stripperinnen bestellt. Also selbst wenn das wahr wäre, heißt es ja noch lange nicht, dass das Kokain auch tatsächlich meinem Mandanten gehört. Da müssen wir schon erst mal das Ergebnis der Haarprobe abwarten. Gut, dann warten wir erst mal ab, was die Haaranalyse zeigt. Geben Sie mir dann Bescheid, sobald Sie irgendwas wissen? Natürlich, Frau Brückner. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Engel. Geht's Ihnen wieder besser? Oh, Captain, mein Captain. Lenden, danke. Aber wenn ich eine Vorladung zur Polizei krieg, dann komme ich dahin. Auch wenn ich gar nicht weiß, was ich hier soll. Ihr Schwager glaubt, dass Sie in seinem Haus Drogen konsumiert und eine wilde Party mit wer weiß wem gefeiert haben. Der will doch nur seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Kann ich ja verstehen, irgendwie Familie und so. Und sehen Sie mich an. Ich bin doch der perfekte Sündenbock für alles. Wollen Sie damit sagen, dass er die Party gefeiert hat und dass ihm die Drogen gehören? Ich will Ihnen mal eins sagen. Mein Schwager, der tut immer so seriös. Aber wenn der es krachen lässt, dann richtig. Herr Engel, kommen Sie bitte. Ich muss dann wohl. Wiedersehen. Wiedersehen. Ne? Ach, Herr Schlegel. Was? Ich komme sofort. Während ich auf dem Kommissariat war, hatten die Schlegels offensichtlich Besuch vom Jugendamt. Anscheinend nur eine reine Routinemaßnahme, sodass ich davon ausgehe, dass ihnen von dieser Seite keine Gefahr droht. Bleibt aber trotzdem die Frage, wer für das Chaos in deren Wohnzimmer verantwortlich ist. Theoretisch kommt dafür auch ein Dritter in Frage. Denn seit der Bruder von Frau Schlegel bei diesen zu Hause wohnt, hinterlegt das Ehepaar immer einen der beiden Hausschlüssel unter einer Fußmatte. Interessant ist auch, dass die Schlegels offensichtlich seit geraumer Zeit im Streit mit ihren Nachbarn von gegenüber leben, den Polascheks. Könnte es vielleicht sein, dass die eine falsche Spur gelegt haben, um die Schlegels zu vertreiben? Ich werde sie jedenfalls gleich mal darauf ansprechen. Frau Polaschek? Guten Tag, mein Name ist Benita Brückner. Ich bin die Anwältin der Schlegels. Ich wollte Sie fragen, ob Sie gestern Nacht irgendetwas Verdächtiges bemerkt haben. Hat das was damit zu tun, dass die Polizei heute früh bei den Schlegels war? Ach, das haben Sie bemerkt? Ich stehe früh auf. Bei den Schlegels ist wahrscheinlich eingebrochen worden. So? Und ich dachte, das ist wegen dem Krach, den die immer veranstalten. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin die Anwältin Ihrer Nachbarn. Warum fragen Sie meine Frau aus?
Bei den Schlegels ist eingebrochen worden. Ja, das ist noch gar nicht sicher. Es gibt keine Einbruchsspuren. Lediglich Hinweise darauf, dass dort gestern Nacht eine wilde Party gefeiert wurde. Was haben wir damit zu tun? Ich wollte Sie fragen, ob Sie etwas bemerkt haben. Denn Frau Schlegel war beim Arbeiten und ihr momentaner Hausgast unterwegs. Und Herr Schlegel hat bereits geschlafen. Es muss also eine dritte Person in dem Haus gewesen sein. Wir haben auch geschlafen. Wie anständige Leute das um die Uhrzeit tun. Noch was? Ich habe mir sagen lassen, dass Sie kein besonders gutes Verhältnis zu den Schlegels haben. Beschuldigen Sie uns, dass wir nachts bei den Schlegels einbrechen, um da eine Party zu feiern? Das habe ich nicht gesagt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass jemand hier irgendwelche Spuren einer vermeintlichen Party hinterlassen hat und dabei auch Drogen ins Wohnzimmer gelegt hat. Und wenn sich das rausstellen sollte, dann hat derjenige ein ziemliches Problem. Aber wir waren der jemand nicht. Auf jeden Fall hätte sich derjenige des Hausfriedensbruchs, des Vortäuschens einer Straftat und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafbar gemacht. Und darauf steht immerhin eine Freiheitsstrafe von bis zu 7 Jahren. Das reicht's aber. Ja. Komm, Helga, das müssen wir uns nicht anhören. Wir sind anständige Leute. Brückner? Hallo, Kommissar Bäumer hier. Ah. Das Ergebnis der Haaranalyse wird morgen früh da sein. Ja gut, wunderbar. Ich werde dann vorbeikommen, ja? Danke. Herrn Engel habe ich bereits schon darüber informiert, dass seine Haarprobe negativ getestet wurde. Nun zu Ihnen, Herr Schlegel. Die Laboranalyse hat zweifelsfrei ergeben, dass Sie erst vor kurzer Zeit Kokain konsumiert haben. Was? Deswegen wolltest du keine Haarprobe abgeben. Silvia, lass dir erklären. Die haben bestimmt irgendwas verwechselt. Zähl mir doch nichts. Während ich Nachtschicht habe, da feierst du wilde Partys, nimmst Drogen. Und das, wenn die Kinder im Haus sind. Frau Schlegel, beruhigen Sie sich doch bitte erstmal und dann sehen wir weiter. Mit was für Weibern hast du dich da vergnügt? Lass, ich will's gar nicht erst wissen. Silke, lass dir erklären. Bitte, Silke. Herr Schlegel. Silke, bitte. Lass mich. Herr Schlegel. Mist. Es wird leider auch nicht besser. Herr Schlegel, ich muss Sie darüber informieren, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Sie eingeleitet hat. Ich würde jetzt ganz gerne alleine mit meinem Mandanten sprechen. Können Sie gerne machen. Ich bin dann mal wieder im Büro. Solche Haaranalysen sind ausgesprochen aussagekräftig. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass da ein Fehler unterlaufen ist. Jetzt glauben Sie mir auch nicht, oder was? Sie haben aber Drogen genommen und ich muss wissen, wann und wo, sonst kann ich Sie nicht verteidigen. Also gut. Es war vor 6 Wochen. Da war ich mit meinen Arbeitskollegen noch unterwegs. Und wir waren noch in dieser Bar. Und es floss reichlich Alkohol. Und dann war da diese Frau. Die hat mich gnadenlos abgefüllt und dann verführt. Was hast du denn da Schönes? Diamantenstaub. Komm. Ja, aber das müssen Sie doch dem Kommissar sagen. Ach was, der glaubt mir doch eh nicht. Ja, mag sein, aber ich werde versuchen, diese Frau zu finden. Und dann kann er sie befragen. Sie müssen das der Polizei erzählen. Muss ich das wirklich? Ja, ist es Ihnen lieber, Ihre Frau denkt von Ihnen, dass Sie hier wilde Partys mit Drogen und Prostituierten feiern, während Ihre Kinder nebenan schlafen? Silke, du musst mir glauben, das war echt ein einmaliger Ausrutscher. Schön, dass du mir doch noch die Wahrheit gesagt hast. Du hast ja ganz schön viel Zeit damit gelassen. Sie wirken überhaupt nicht überrascht. Was das jetzt soll, weiß ich auch nicht. Was ist das denn jetzt? Oh, Scheiße. Oh, Mist. Mal. Silke, bitte, ich meine. Oh. Ich nehme an, das ist diese Frau. Ja, das ist sie. Die lag vor 2 Wochen im Briefkasten. An mich adressiert. Ja, und ich nehme mal an, ohne Absender, oder? Ja, aber wer hat denn die Fotos gemacht? Ich gehe mal stark davon aus, dass die heimlich aufgenommen wurden.
Hat diese Frau Geld von Ihnen gefordert? Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch nie wieder was von ihr gehört. Das ist allerdings seltsam. Warum haben Sie Ihren Mann eigentlich nicht gleich zur Rede gestellt, als Sie die Fotos zugeschickt bekommen haben? Ich stand unter Schock. Ich wollte es nicht wahrhaben. Weißt du, wie demütigend das hier ist? Ja, ich weiß. Ich meine, ich fühle mich auch beschissen deswegen, aber die hat mich total abgefüllt, ja? Und dann hat sie mich regelrecht abgeschleppt. Bitte, Sie. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das Ganze ein abgekartetes Spiel. Wie meinen Sie das? Naja, für mich sieht es so aus, als ob die mir eins auswischen will. Außerdem weiß sie, wo ich wohne. Das habe ich ihr nicht gesagt. Sie glauben an einen Komplott? Ja, das glaube ich. Als es mit den Bildern nicht geklappt hat, da hat sie nochmal nachgelegt. Dann kam sie hier rein und hat dann hier alles so arrangiert, damit es nach einer Orgie aussieht. Also in meinen Augen will die meine Ehe zerstören. Also wenn Sie recht haben, dann könnte es wirklich sein, dass diese Frau es darauf anlegt, einen Keil zwischen Sie und Ihre Frau zu treiben. Andernfalls hätte sie ja irgendwelche Geldforderungen an Sie gestellt, bevor sie die Fotos an Ihre Frau geschickt hat. Ja, aber ich frage mich, warum? Das sollten wir Sie am besten selber fragen. Dafür müssen wir Sie allerdings erst mal ausfindig machen. War dieser One-Night-Stand wirklich Teil eines perfiden Plans, um die Ehe der Schlegels zu zerstören? Ich muss diese Frau unbedingt finden. Denn bestätigt sich diese Vermutung, dann hat sie sich nicht nur des Hausfriedensbruchs, des Vortäuschens einer Straftat, der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, sondern auch des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafbar gemacht. Und darauf steht immerhin eine Freiheitsstrafe von bis zu 8 Jahren. Leicht wird das allerdings nicht, so wenig wie mein Mandant über diese Frau weiß. Der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, ist die Bar, wo er diese Frau kennengelernt hat. Und dort werde ich jetzt ansetzen. Ja, die war ein paar Mal hier, aber ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Würden Sie mich bitte anrufen, wenn sie hier nochmal auftaucht? Das ist wirklich sehr wichtig. Gerne, ja. Wiedersehen. Moment. Wo haben Sie die Fotos her? Wieso fragen Sie? Ja, weil ich die Frau kenne. Die Tattoos, ja, das ist sie. Können Sie mir sagen, wo ich sie finde? Barkeeper, ja. Machen Sie uns noch 2? Bitte. Danke. Ich hatte mal was mit der. Kleiner Seitensprung, nichts Dramatisches. Das dachte ich zuerst. Wie meinen Sie das? Ja, ich hatte die Sache schon fast vergessen. Und so circa eine Woche später tauchte plötzlich so ein Typ auf und hat mir Fotos gezeigt, genau solche. Ja, der wollte 2000 Euro von mir haben, nur damit er die Fotos meiner Frau nicht zeigt. Und? Haben Sie gezahlt? Natürlich. Was denken Sie denn? Wissen Sie irgendetwas über diese Frau? Sie nannte sich Saskia. Das kann natürlich auch falsch sein. Aber ich denke, sie arbeitet für einen Immobilienmakler. Ich habe ihre Karte gesehen, kurz als sie ihr Portemonnaie aufgemacht hat. Aber ihren Nachnamen konnten Sie nicht erkennen? Es ging alles viel zu schnell. Dann wissen Sie vermutlich den Namen des Maklerbüros auch nicht, oder? Nee, aber ich kann mich an das Firmenlogo erinnern. Das war so eine Art Pferdekopf oder so ähnlich. Und der Erpresser, wie hat der ausgesehen? Der hatte eine Brille auf und eine Wollmütze und trug einen Kapuzenpulli. Irgendwie ein ganz komischer Kerl. Aber mehr weiß ich leider nicht. Trotzdem vielen Dank. Rufen Sie mich bitte an, falls Ihnen noch irgendetwas einfällt. Ja, natürlich, gerne. Und könnte ich vielleicht auch Ihre Nummer haben? Ja. Bitte. Vielen Dank. Es tut mir wirklich leid, dass dein Mann so ein Windbeutel ist. Aber vielleicht glaubst du mir jetzt, dass ich in eurem Haus keine Orgien gefeiert habe. Das habe ich von Anfang an nicht geglaubt. Ich weiß, ich habe früher viel Mist gebaut. Aber ich habe mich geändert, das habe ich wirklich. Das habe ich gemerkt. Oh, Rotwein? Mhm. Okay, 2 Rotwein dann. Dass meine Ehe so in die Binsen gegangen ist, das war ein Warnschuss für mich. Ich brauche jetzt dringend einen Neuanfang. Ja, den braucht Bernd auch. Ich weiß gar nicht, was los ist mit ihm. Ich erkenne ihn gar nicht wieder. Erster Seitensprung und wie, Seitensprung? Was für ein Seitensprung? Bernd hat zugegeben, dass er mich vor 6 Wochen betrogen hat. Das ist ja unglaublich. Und hältst du noch zu ihm? Mit dem Kerl hat sie also das Gleiche durchgezogen wie mit mir? Nur mit einem entscheidenden Unterschied. Er wurde vorher erpresst. So macht es auch Sinn. Sind Sie sicher, dass Sie mir wirklich alles gesagt haben? Niemand hat irgendwelche Forderungen an Sie gestellt?
Nein, wirklich nicht. Warum sollte ich Ihnen das jetzt noch verschweigen? Glauben Sie, diese Frau könnte sich in Sie verliebt haben? Vielleicht stellt sie Ihnen ja deswegen nach und versucht, Ihre Ehe zu zerstören. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wegen einer Nacht? So eine ist das nicht. Die war total abgebrüht. An der Erpressung war ja auch ein Mann beteiligt. Mit Brille, Wollmütze und Kapuzenpulli. Sagt Ihnen das irgendetwas? Nein. Ich weiß nicht, was diese Frau von mir will. Ich weiß nur, dass ich keine Drogenparty gefeiert habe. Dass das ein inszenierter Racheakt sein soll, das halte ich für eine Verschwörungstheorie. Ja, zuerst beschuldigt Bernd dich, dann die Nachbarn, dann eine mysteriöse Unbekannte. Hauptsache, er muss keine Verantwortung übernehmen. Also an deiner Stelle würde ich mir überlegen, ob ich dem überhaupt noch was glauben kann. Schwesterchen, ich habe noch einen Termin. Ich muss weg. Kannst du das übernehmen? Hm? Okay. Tschüss, Schwesterchen. Frau Brückner, bitte, Sie müssen diese Saskia finden. Sie ist die Einzige, die weiß, was wirklich passiert ist. Ja, nur leider habe ich momentan nichts anderes als dieses Logo, das angeblich zu dem Immobilienbüro gehören soll. Man wird ja wohl hoffentlich das Logo zu irgendeiner Firma zuordnen können. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet in der Immobilienbranche. Den rufe ich morgen gleich mal an. Vielleicht klingelt ja irgendwas bei ihm. Ich melde mich dann bei Ihnen, ja? Okay, danke. Wiederschauen. Wiedersehen. Das ist unmöglich. Die sind unmöglich. Ja, ich glaube dir das. So sieht's auch aus. Wir gehen im Reihenhaus. Wann schreitet endlich das Jugendamt ein? Sie! Da bin ich ja mal gespannt. Das haben doch Sie verbrochen, oder? Lies das mal. Hier steht, dass in unserem Haus Drogen verkauft werden und Sexorgien stattfinden. Und das vor den Augen unserer Kinder. Anwohner berichten, dass dort regelmäßig Damen aus dem horizontalen Gewerbe verkehren. Eine Nachbarin, die nicht genannt werden will, klagt, ich fühle mich mit meinem eigenen Haus nicht mehr sicher. Was ist denn das für Mist? Guten Morgen, Frau Schlegel. Wie geht's Ihnen denn heute? Sie haben dieses Schmierblatt angerufen, denen diese Lügen über uns erzählt. Geben Sie es wenigstens zu! Ja, das können Sie gut. Andere anschwärzen. Kehren Sie mal lieber vor Ihrer eigenen Tür. Pfui Teufel! Silke, das bringt doch nichts. Du hältst dich da raus. Und Sie rufen jetzt augenblicklich da an und erzählen denen, dass alles gelogen war. Sie bleiben jetzt hier! Fassen Sie mich nicht an! Frau Schlegel, lassen Sie das. Es macht keinen Sinn, dass Sie Ihren Streit vom Zaun brechen. Irgendwann Schluss. Lesen Sie doch mal, was Sie in den Zeitungen über uns berichtet haben. Ich werde es mir durchlesen. In Ruhe, aber im Haus. Kommen Sie und dann besprechen wir auch die weiteren Schritte. Damit kommen Sie nicht durch. Ich zeig Sie an! Ich habe mir den Zeitungsartikel in Ruhe durchgelesen und teile die Auffassung von Frau Schlegel, dass es offensichtlich die Polaschecks waren, die die Presse informiert haben. Ich werde Sie deshalb später ansprechen und darüber in Kenntnis setzen, dass es sich um üble Nachrede handelt, wegen derer Sie belangt werden können. Aber vorher möchte ich noch etwas überprüfen. Ich habe mit einem Bekannten aus der Immobilienbranche gesprochen und ihm das Logo geschildert, das der Zeuge auf der Visitenkarte von Saskia Peters gesehen hat. Er meinte, er kennt ein Maklerbüro mit einem entsprechenden Logo und hat mir die Adresse gegeben. Und deswegen bin ich auch gleich hergefahren.